dann kann es nur um einen gehen, um Michael Jackson. So, Anton will spielen gehen. Akte 03 Spezial Michael Jackson, der Mann, der Schlagzeilen produziert ohne Ende. In diesen Tagen wieder. Er soll in Afrika an einer Voodoo-Zeremonie teilgenommen und knapp 2 Dutzend seiner angeblichen Feinde den Tod gewünscht haben. Der Affe lebt noch, keine Ruhe. Kein Zweifel, der Mann ist umstritten, sicher auch voller Widersprüche. Einer hat 8 Monate Zeit gehabt, Licht in dieses Dunkel zu bringen, um eine einzigartige Persönlichkeit. Er hier, Martin Beshear, ein Fernsehjournalist aus England. Von diesem Porträt erhoffte sich Michael Jackson ein neues Bild von sich selbst in der Öffentlichkeit. Aber jetzt findet er, sein Vertrauen wurde missbraucht. Jetzt ist Michael Jackson richtig sauer auf Martin Beshear. Doch wer ist dieser Mann? Martin Beshear, der erste Journalist mit dem Privileg, Jacksons privates Königreich zu betreten. Neverland, ein Paradies, das eigentlich nur für Kinder zugänglich ist. 8 Monate lang durfte Beshear am Leben des King of Pop teilnehmen. Sein Auftrag, Michael Jackson so zeigen, wie ihn noch niemand sah. Der britische Medienexperte Max Clifford kennt seinen Kollegen und weiß, mit welcher Motivation Beshear arbeitet. Aus meiner Erfahrung, und ich kenne Martin ja nun schon eine Weile, ist das, was ihn interessiert, der Erfolg. Was er will, ist mit seinen Sendungen so viele Zuschauer wie möglich zu kriegen. Erstmals trat Beshear 1995 ins Rampenlicht. Prinzessin Diana schüttete ihm vor laufender Kamera das Herz aus. Und plötzlich wurde der bis dahin unbekannte Journalist selbst zum gefeierten Star. Das Diana-Interview war sein Durchbruch. Die berühmteste Frau der Welt hat mit ihm gesprochen. Eine Sensation. Plötzlich wollten auch andere von dem Mann interviewt werden, der mit der Prinzessin gesprochen hat. Genau das war auch der Grund, warum Michael Jackson dem Interview zustimmte. Seine Verehrung für die Königin der Herzen ließ auch den King of Pop nicht zögern, Beshear Vertrauen zu schenken. Doch als die Dokumentation im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird, ist Jackson entsetzt. Er fühlt sich hintergangen, sieht sich falsch dargestellt. Man kann Beshear vorwerfen, dass er das Vertrauen missbrauchte. Mit dieser Dokumentation hat er Jacksons Ruf beschädigt, indem er ein verzerrtes Bild von ihm zeigte. Mit welchen Mitteln Beshear arbeitet, zeigt das Material, das von Jacksons eigener Kamera aufgenommen wurde. Ihr Verhältnis zu Kindern ist spektakulär. Mir kommen fast die Tränen, wenn ich sie mit Kindern sehe. Ihr Umgang mit ihnen ist so natürlich, so liebevoll, so aufmerksam. Michael Jackson hat zurückgeschossen. Mit seinem Material beweist er, wie schleimig und doppelzüngig Martin Beshear mit seinen Interviewpartnern umgeht, um sie zum Reden zu bringen. Doch welche Konsequenz hat das Interview für den preisgekrönten Journalisten? Wird ein Superstar ihn je wieder so nah an sich heranlassen, wie Michael Jackson es getan hat? Madonna hat bereits abgelehnt, mit Beshear zu sprechen. Und Jacko-Fan Justin Timberlake drohte ihm sogar Prügel an, wenn er versuchen sollte, ihm nahe zu kommen. Auf jeden Fall hat diese Dokumentation Michael Jacksons Ansehen geschädigt. Aber seine Karriere ist noch nicht zu Ende, wenn er sich wieder auf das konzentriert, was er am besten kann. Für Martin Beshear allerdings sieht es schlecht aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Star ihn jemals näher an sich heranlässt als 100 Meilen. Ob Beshear als Journalist weiter auf der Sonnenseite arbeiten wird? Jacksons Gegendarstellung wirft mit Sicherheit einen Schatten auf den Star-Reporter. Michael Jackson, jetzt rede ich. Die große Dokumentation sehen Sie in 2 Teilen. Morgen um 20.15 Uhr in Sat.1 und jetzt. Sie werden über Michael Jackson viel erfahren. Sie werden ihn als, ja, als normalen Menschen erleben, der ganz anders ist als die Kunstfigur, als die auch ich ihn immer gesehen habe. Wir gehen jetzt rüber nach Neverland, dem sagenumwobenen Wohnsitz von Michael Jackson in den Hügeln von Kalifornien. Unser Begleiter in der nächsten Stunde ist Maury Povich, ein amerikanischer Fernsehkollege, der seit über 12 Jahren jeden Vormittag seine Talkshow moderiert. Michael Jackson, jetzt rede ich. Wir betreten Neverland.
Bestimmt haben viele von Ihnen es neulich auch gesehen, das TV-Spezial, das als Weltsensation angekündigt war, weil es einen ehrlichen, ungeschönten Einblick ins Privatleben einer der berühmtesten und gleichzeitig umstrittensten Persönlichkeit geben sollte, in das Leben von Michael Jackson. Millionen haben zugeschaut, Millionen haben die Enthüllungen diskutiert und genau daran stößt sich Michael Jackson. Er sagt, dass der Interviewer, der Fernsehjournalist Martin Bashir, auf der Suche nach Skandalen war und ein verzerrtes Bild konstruiert hat, voller Unterstellungen. Jacko sagt, die Interviews wurden nicht so gezeigt, wie sie geführt wurden. Deshalb werden sie jetzt, sagt der amerikanische Moderator Maury Povich, ein etwas Einmaliges in der Fernsehgeschichte sehen, Aufnahmen, die nie gesendet werden sollten. Heute Abend sehen Sie die Aufnahmen von Michael Jacksons eigenen Kameras. Kameras, die während der Dreharbeiten mit Martin Bashir mitliefen. Michael Jackson, jetzt rede ich. Ich habe mich stets geweigert, über meine Familie zu sprechen. Aber jetzt rede ich. Zum ersten Mal stellt sich Michaels Ex-Frau der Öffentlichkeit. Meine Kinder sagen nicht Mama zu mir, weil ich das nicht möchte. Erfahren Sie, was mit seinen Kindern bei den spektakulären Ereignissen in Deutschland wirklich passierte. Ich sah wie, was? Leute, die ihre Kinder in die Luft werfen und nach einem Salto wieder auffangen. In 4 bis 5 Jahren werden Michaels Kinder vor die Kamera treten und ihren Daddy verteidigen. Sie bekommen Einblicke in Michaels Kindheit. Dieser Mann versucht mich als brutalen Schläger darzustellen. Erfahren Sie, wie Michael wirklich über seinen Vater denkt. Er weiß das nicht, aber allein schon wenn er ins Zimmer kam, wurde ich manchmal ohnmächtig. Wir zeigen Ihnen, was die andere Dokumentation verschweigt. Die ganze Wahrheit über Michaels Operationen. Seine Haare fingen Feuer, ich stand genau daneben. Sie erfahren, warum Michaels Kinder in der Öffentlichkeit ihre Gesichter verstecken. Michael ist sehr stolz auf seine Kinder. Ich bin diejenige, die Angst hat. Wir blicken hinter die Gerüchte um das Neverland-Anwesen. Ich würde mir eher die Pulsadern aufschneiden, als einem Kind weh zu tun. Sie werden sehen, wie diese Anschuldigungen eine Familie aus ihrem Heim vertrieben haben. Gavin rief mich an, er weinte. An einer Tankstelle hatten sich Kinder über ihn lustig gemacht. Sie sagten, du machst also diese Sachen mit Michael Jackson. Du warst mit ihm im Bett. Sie haben sein Leben ruiniert. Lernen Sie Michaels engste Freunde kennen. Im Fernsehen hörte ich, wie jemand sagte, niemand sollte Zutritt zu Neverland haben, insbesondere keine Kinder. Wer so etwas sagt, hat überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. Und der Mann hinter den Michael Jackson-Interviews wird eine überraschende Enthüllung machen. Das wird eine große Kontroverse auslösen. Das verbreiten die Schmutzblätter. Naja. So etwas würden sie nicht schreiben. Ich weiß. Sie sind schließlich ein angesehener Journalist. On the Michael Jackson Interview. The footage you were never meant to see. Michael Jackson, jetzt rede ich. Martin Bashir hat es gewusst und er war damit einverstanden, dass Michael Jackson seine eigenen Kameras bei den Interviews mitlaufen ließ. Ton und Bild sind manchmal nicht erste Qualität, aber die Aufnahmen zeigen, wie die Interviews wirklich geführt wurden. Dann können sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Und Maury Povich sagt, Michael Jackson habe zwar die Videos zur Verfügung gestellt, aber keinen Einfluss genommen auf den redaktionellen Inhalt dieses Films. He has absolutely no control over the editorial content of this program. Wer ist eigentlich Martin Bashir? Und wie kam es dazu, dass er ein Exklusivinterview mit einem der kamerascheuesten Popstars der Welt führen durfte? 1995 löste der bis dahin eher unbekannte britische Journalist einen Skandal aus. Durch sein sensationelles Interview mit Prinzessin Diana erfuhr die Welt von ihrer außerehelichen Liebesbeziehung. Danach bekam Bashir viele englische Promis vor die Kamera, um die sich die Medien rissen. So wurde er selbst zu einer Art Berühmtheit. Sein Interview mit Michael Jackson entstand, wie er selbst sagt, um den Mann hinter der Fassade zu zeigen und um alles zu erfahren, ohne Tabus. Michael stimmte zu und das erste Gespräch wurde für den Sommer 2002 geplant. Auf diesen Fotos sieht man eine von Michaels Kameras, die alle Gespräche mit Bashir aufgenommen haben. Sie ist hier am Lichtstativ befestigt. Diese Einstellung hat die Kamera beim letzten Interview gefilmt. Und hier eine Aufnahme vom allerersten Gespräch in Neverland. Der Mann, der die Kamera einschaltet. Sie läuft jetzt. Ruhe bitte, wir drehen. Ja. Ist Jacksons eigener Kameramann. Ich möchte klarstellen, dass es sich nicht um ein geheimes Video handelt. Jetzt wird zwar behauptet, dass die Aufnahmen heimlich gemacht worden wären, aber das ist nicht wahr. Mr. Bashir hat zugesehen, als ich die Kamera anbrachte. Alle haben das gesehen.
Wir haben sie die ganze Zeit mitlaufen lassen. Das ist immer so. Wir filmen alles, was Mr. Jackson macht. Glauben Sie, dass Ihr Erfolg der Grund ist, warum sich Leute gegen Sie wenden? Je größer der Star, desto größer die Zielscheibe. Je berühmter ich wurde, desto mehr Gerüchte wurden in die Welt gesetzt. Nichts davon ist wahr. Genau zu dem Zeitpunkt, als ich einen Rekord für die bestverkaufte Platte aller Zeiten aufstellte, fingen die Leute an, mich als seltsam und anormal zu bezeichnen. Sie sagten, ich sei ein Mädchen oder homosexuell. Er will die Gebeine des Elefantenmenschen kaufen. Er schläft in einer Druckkammer und so weiter. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Ich habe gesehen, wo Sie schlafen. Nichts als Lügen. Ja, ich habe es selbst gesehen. Richtig. Und es ist kein Sauerstoffzelt. Ich schlafe in einem Bett. Die Leute wären überrascht, wenn sie wüssten, wie normal und einfach ich lebe. Die meisten Menschen können sich nur schwer vorstellen, dass Michael Jacksons Leben einfach und normal sein soll. Vielleicht liegt das an seinem 3000 Hektar großen Anwesen nördlich von Santa Barbara in Kalifornien, Neverland. Neverland ist außergewöhnlich, atemberaubend, verblüffend, lustig und aufregend zugleich. Ich finde kaum Worte, es zu beschreiben. Was hat Sie dazu gebracht, sich ein solches Heim zu erschaffen? Was mich dazu inspiriert hat? Ganz einfach, ich war einfach ich selbst. Ich habe Dinge erschaffen, die ich liebe. Kinder lieben das Gleiche. Genau wie das Kind, das in allen Erwachsenen steckt. Es war wirklich einfach. Ich habe all die Dinge gesammelt, die ich als Kind nie hatte. Bereuen Sie manchmal, wie Ihr Leben verlaufen ist? Ein bisschen. Was bereuen Sie? Als ich noch klein war, so 11 oder 12, stand ich bei Motown unter Vertrag. Also musste ich ins Studio und Aufnahmen machen. Ich wurde gezwungen, Platten aufzunehmen, weil bald eine Tournee anstand. Genau gegenüber vom Tonstudio war ein Spielplatz und ich hörte, wie die Kinder Spaß hatten und vor Freude grölten. Sie spielten Tennis oder warfen sich Bälle zu. Manchmal wäre ich so gerne rübergelaufen und hätte mit den anderen Kindern gespielt. Aber das ging nicht. Die Leute fragen, warum ist er immer mit Kindern zusammen? Ich hatte früher immer nur mit Erwachsenen zu tun. Andere Kinder durften spielen. Wenn sie nachts schliefen, trat ich in Clubs auf, manchmal bis 3 Uhr früh. Nach uns waren dann die Stripperinnen dran. Wir hatten zwar viele Auftritte, aber keine Freunde. Meine Brüder waren so etwas wie Freunde für mich, doch wir mussten die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir feierten nicht einmal Weihnachten, es gab keine Geburtstage. Wir wurden als strenggläubige Zeugen Jehovas erzogen. Jetzt hole ich alles nach. Die Natur hat mich für all die Entbehrungen belohnt. Deshalb sehen Sie Tiere, wenn Sie nach Neverland kommen. Und Rummelplätze. Sie sehen alles, was ich früher nie hatte. An jeder Ecke gibt es Süßigkeiten. Das macht Spaß. Spielplätze von Neverland. Hierher kommen fast wöchentlich Busse voller Kinder. Martin Beshear und sein Kamerateam waren Zeugen. Viele der Kinder sind sozial benachteiligt, Waisen oder sterbenskrank. Sie alle können einen Tag ihrem tristen Alltag entfliehen, dank dieser Anlage, die Michael Jackson schaffen ließ. Wessen Hand darf ich halten? Wollt ihr mitkommen und die Elefanten sehen? Die Kinder und ich sind auf einer Wellenlänge. Ich unterhalte mich gern mit ihnen, weil sie kein Urteil über mich fällen. Sie brauchen nichts, sie wollen einfach nur ein wenig Spaß haben, genau wie ich.
Ich fühle eine enge Verbindung zu Kindern. Ich verstehe sie, gerade weil ich selbst als Kind so viel versäumt habe. Sobald sie ins Zimmer kommen, geht mir das Herz auf. Ich mag dieses Geräusch. Sie sind so lustig. Mein Gott, sie sind so lustig. Einer der Jungs hat Ihnen gestern etwas Lustiges gesagt. Worum ging es da? Ja, das stimmt. Ein Junge fragte mich, nachdem wir auf dem Rummelplatz waren, Michael, gehört das alles dir? Ja, sagte ich. Und du hast das alles bezahlt? Ich sagte, ja, hab ich. Und dann fragte er, hast du denn jetzt überhaupt noch Geld übrig? Das waren genau seine Worte. Ich meinte, ja. Er konnte es nicht fassen. Ich kann's nicht glauben, ich glaub's einfach nicht, sagte er. Er war so erstaunt, dass ich immer noch Geld übrig habe. Wir arbeiten bei Make-A-Wish und begleiten die ausgewählten Familien zu Michael. Es ist wunderbar, dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie glücklich alle sind. Freier Eintritt für alle. Ob man ins Theater will oder auf den Rummelplatz, jeder kann machen, was er will. Aber für Sie ist der Eintritt nicht frei. Sie haben Millionen dafür bezahlt. Das kostet mich jedes Jahr Millionen. Aber es ist jeden Penny wert, wenn ich sehe, wie Sie lachen. Peter Pan. Ich war im Haus. Ich habe draußen die Statuen gesehen. Warum bedeutet Ihnen Peter Pan so viel? Was fasziniert Sie so an dieser Figur? Peter Pan steht für etwas, das mir sehr viel bedeutet und das ich in meinem Herzen trage. Er repräsentiert Jugend, Kindheit, nie erwachsen werden wollen, den Traum vom Fliegen. Das ist die Magie der Kindheit. Ich sehe die Welt immer noch mit den Augen eines Kindes. Das bedeutet mir sehr viel. Sie wollen nicht erwachsen werden? Nein, ich bin Peter Pan. Nein, sind Sie nicht, Sie sind Michael Jackson. Im Herzen bin ich Peter Pan. Könnte man also sagen, dass Sie von Kindern die Freundschaft und Anregung bekommen, die Sie bei Erwachsenen nicht finden können? Ja, das ist absolut wahr. Tatsächlich? Ja. Kinder haben mich nie betrogen oder hintergangen. Erwachsene haben mich im Stich gelassen. Schauen Sie nur, was Erwachsene aus der Welt gemacht haben. Diese Szenen spielten sich an dem Tag ab, als Martin Bashir mit seiner Crew in Neverland drehte. Auf einigen Aufnahmen von Michaels Kamera können Sie ihn sogar sehen. Es war abgemacht, dass Bashirs Dokumentation die Wahrheit zeigen sollte. Wer würde schon einem Fremden so tiefe Einblicke in sein Privatleben geben, wenn er glauben würde, dass hinterher lauter Lügen erzählt werden? So etwas tut man nicht, wenn man jemandem nicht vertraut. Michael musste bei diesem Film nicht mitmachen. Er hat das völlig freiwillig gemacht. Was hat Mr. Bashir gesagt, nachdem er die von Jacksons Stiftung ausgewählten Kinder einen ganzen Tag lang begleitete? Sehen Sie selbst. Hier ein Ausschnitt. Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass viele der Kinder, die nach Neverland kommen, ernsthafte Probleme haben. Für ein verletzliches Kind ist das ein gefährlicher Ort. Ich behaupte nicht, Beweise dafür zu haben, dass Michael Jackson sexuelle Kontakte mit Kindern hatte. Ich glaube eher, das Gegenteil stimmt. Alles, was ich sage, ist, Kinder, die verstört sind, sollten keinen milliardenschweren Superstar besuchen und in seinem Bett übernachten. Das eben war die Meinung von Martin Bashir. Millionen von Fernsehzuschauern haben sie so gehört. Doch was hat Bashir direkt zu Michael Jackson gesagt, nach diesem Tag in Neverland? Sehen Sie, was Michael Jacksons Kamera aufgezeichnet hat. Ich weiß, was das Problem ist. Niemand kommt hierher, um sich ein eigenes Bild zu machen. Aber ich war gestern da und habe alles gesehen. Für mich war es eine geradezu spirituelle Erfahrung. Und das macht er die ganze Zeit. Viele Menschen sehen es, sind dabei, aber keiner erzählt, wie es wirklich ist. Ich weiß, das Gleiche habe ich ihm auch gesagt. Niemand erzählt, was hier wirklich geschieht. Und genau deshalb möchte ich die Wahrheit zeigen. Wir hatten das Privileg, mit einem musikalischen Genie zu sprechen. Was wir gestern erlebt haben, war einfach unglaublich. Die Frau, die wir Ihnen gleich vorstellen, kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um das Make-up von Michael. Auch sie hat gehört, wie überaus positiv sich Bashir über Michael äußerte. Sie konnte es kaum fassen, als Bashir später das Neverland-Anwesen einen gefährlichen Ort für Kinder nannte.
Das habe ich noch nie gehört. Die Vorstellung, dass Michael Bashir nicht nur nach Neverland eingeladen, sondern ihm auch sein Herz geöffnet hat, tut mir sehr weh. Ich habe geglaubt, dass Bashir wirklich versucht, Michael zu verstehen. Es wird immer schlimmer. Ich kenne ihn sehr gut, wissen Sie. Ich bin oft in seiner Nähe. Niemand spricht je über all die guten Dinge, die Michael tut. Alles wird ständig verdreht. Wenn Michael über Dinge redet, die ihn zutiefst berühren, dann sieht man es in seinen Augen, dass sie ihm wirklich am Herzen liegen. Die meisten stellen solche Fragen einfach nicht. Und wenn doch, wird das nicht gesendet oder gedruckt. Die Medien verbreiten ständig nur das negative Zeug. Dumme Gerüchte. Sie schneiden einfach Sachen raus und basteln sich was zurecht. Das stimmt. Und deshalb gibt Michael keine Interviews mehr. Sie verdrehen alles. Ich frage mich immer, wie können Menschen so grausam sein? Bei manchen Artikeln musste ich sogar weinen. Das ist abscheulich, wirklich. So etwas werden wir nicht machen. Merkwürdig findet das Maury Povich. Und er fragt, wie kommt es, dass ein preisgekrönter Journalist im Fernsehen eine Meinung vertritt und vorher eine völlig andere? Die Vermutung, vielleicht hat Martin Bashir einfach vergessen, dass Michaels Kameras weiterliefen und jedes Wort aufnahmen, nachdem alle anderen Kameras ausgeschaltet waren. Ein Brief stützt diese Vermutung, in dem Martin Bashir und seine Produzenten um eine Kopie von Michael Jacksons Bildmaterial bitten. Bashir und seine unterschiedlichen Ansichten über die Sicherheit der benachteiligten Kinder auf Neverland. Nur einer von insgesamt 7 Widersprüchen in den verschiedenen Videoaufnahmen. Sie werden es gleich selbst sehen. Gleich, Debbie Rowe spricht zum ersten Mal über ihre Beziehung zu Michael Jackson. Ich habe ihn nie so glücklich gesehen. Deshalb war es für mich so wundervoll. What made it wonderful for me. Der Hit. Wir sind mit Moderator Maury Povich in Neverland. Er kündigt weitere unveröffentlichte Aufnahmen von Martin Bashirs Gesprächen mit Michael Jackson an. Und er sagt, gleich sehen Sie Interviews mit den Menschen, die Michael am nächsten stehen. Einige haben zum ersten Mal ihr Schweigen gebrochen, obwohl man ihnen bereits vorher viel Geld für Enthüllungen über das Leben in Neverland geboten hatte. Heute sprechen sie aber nicht für Geld. Keiner der Interviewten hat Geld bekommen. Sie haben mit uns gesprochen, weil sie für die Wahrheit kämpfen. Der Mensch, der Michael vielleicht am besten kennt, hat sich bisher am stärksten gegen ein Interview gewehrt. Es ist die Frau, die mit ihm verheiratet war und ihm seine ersten beiden Kinder geschenkt hat, Debbie Rowe. The woman who was his wife and the mother of his first 2 children, Debbie Rowe. In der Vergangenheit wurde immer wieder alles verdreht und aus dem Zusammenhang gerissen. Vielleicht kann ich helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich habe mich stets geweigert, über meine Familie zu sprechen. Aber jetzt rede ich. Als ich gestern mit Ihrem Sohn Prince sprach, erzählte er mir, dass er keine Mutter hat. Er sagte, er hat keine Mutter. Ja, ich fragte ihn, Prince, wo ist deine Mama? Er antwortete, ich habe keine. Das stimmt. Haben Sie ihm gesagt, dass er das erzählen soll? Nein. Was meint er wohl, wenn er sagt, ich habe keine Mutter? Dass er keine Mutter hat. Meine Kinder nennen mich nicht Mutter, weil ich das nicht möchte. Sie sind nicht... Es sind Michaels Kinder. Nicht, dass sie nicht meine Kinder wären, aber ich habe sie zur Welt gebracht, damit Michael Vater sein kann. Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach Eltern sein sollten. Und Michael gehört dazu. Er ist so ein großartiger Mensch und ein fantastischer Freund. Er war immer für mich da. Immer. Seit unserem ersten Tag, ihn zum Vater zu machen, war etwas, was ich für ihn tun konnte und wollte. Die meisten glauben, dass die Beziehung zwischen Michael und Debbie nur von kurzer Dauer war. Sie haben sich aber vor über 22 Jahren kennengelernt. Hat es Boom gemacht?
Nein, es war einfach überfällig. Es musste so kommen. Als ich Prince bekam, kannte ich ihn schon seit 17 oder 18 Jahren. That I knew him when I had Prince. In dieser Zeit unternahmen die beiden sehr ungewöhnliche Ausflüge, bei denen Michael oft verkleidet war. Ja, er rief an und fragte, was machst du gerade? Nichts, und du? Sollen wir uns ein Video holen? Klar, wir schlichen uns am Sicherheitsdienst vorbei nach draußen. Aber wir wurden erkannt. Das war, als ob man plötzlich in einem Beatles-Film gelandet wäre. Die Menge rannte hinter uns her. Wir mussten dann die Wachleute anrufen, damit sie uns da rausholen. Aber wir haben trotzdem immer wieder etwas zusammen unternommen. Haben Sie ihn oft aus Neverland herausgeschmuggelt? Rausschmuggeln? Ich habe ihn zum Beispiel in Läden hineingeschmuggelt. Wir hatten wirklich eine Menge Spaß zusammen. Es war immer sehr lustig. Mit ihm. Als Michael zum ersten Mal davon sprach, dass er sich eigene Kinder wünscht, war er dann noch mit Lisa Marie zusammen? Nein, da hatten sie sich bereits getrennt. Ich versuchte ihn damals zu trösten. Das Ganze hat ihn sehr mitgenommen. Tja, und da gestand er mir, dass er gerne Vater wäre. Und ich sagte einfach, dann mach das, werde Papa. Ich weiß noch, wie überrascht er mich ansah. Ich sagte zu Michael, ich möchte das für dich tun. Ich will es. Du bist ein wunderbarer Freund. Ich bitte dich, lass mich dir helfen. Es ist so wichtig für dich, Vater zu sein. Wirklich, ich will es. Vielleicht habe ich einfach so lange auf ihn eingeredet, bis er ja sagte. Sie ist wundervoll. Sie wusste, dass Michael Jackson Kinder liebt. Ja. Und dass Michael Jackson eigene Kinder will. Das stimmt. Also hat sie... Sie sagte, du musst dein Vater sein. Richtig. Sie müssen ein Vater sein. Mehr als sie selbst eine Mutter sein muss. Ja. Sie wollte mir ein Geschenk damit machen. Und noch etwas zum Thema Liebesbeziehung. Welchen Beweis wollen Sie denn für eine Romanze? Nach welchem Standard wird er gemessen? Welches Maß legen Sie an? Wenn Sie und der Rest von Amerika ein Problem damit haben, bitteschön. Als Debbies Schwangerschaft bekannt wurde, kannte die Boulevardpresse weltweit nur eine Frage. Haben Sie oder haben Sie nicht? Meine ersten beiden Kinder, Prince und Paris, wurden auf natürliche Weise gezeugt. Sie hatten also Sex mit Debbie? Ja. Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, darüber zu sprechen, aber Sie hatten wirklich Sex mit Debbie und haben so Ihre Kinder gezeugt? Ja, ja. Seit Debbie wusste, dass sie schwanger ist, hat Michael sie immer wieder vor dem gewarnt, was kommen würde. Er sagte, du weißt gar nicht, wozu die fähig sind. Aber ich beschwichtigte ihn. Michael, hör doch auf, wir bekommen bloß ein Kind. Wie andere normale Leute auch. Was soll daran so seltsam sein? Ein Baby zu bekommen ist etwas sehr Schönes, etwas ganz Wunderbares. Das wird toll. Junge, Junge, da lag ich ganz schön falsch. Einmal hörte ich, dass ein Foto von mir als Schwangere eine halbe Million Dollar einbrachte. Wer zahlt so viel und wieso? Haben die noch nie eine Schwangere gesehen? Glauben die, ich sehe schwanger anders aus als andere Frauen, nur weil es Michaels Baby ist? Debbies Entscheidung, Michael ein Kind zu schenken, fiel ihr leicht. Die Geburt war es jedoch nicht. Wir waren sehr aufgeregt, Michael noch viel mehr als ich. Als die ersten Wehen einsetzten, war er völlig aus dem Häuschen. Er war dabei. Wir sahen Videos und hörten Musik. Es dauerte sehr lange, insgesamt 23 Stunden. Ich habe wohl jede Menge Schimpfworte benutzt. Jedes Mal, wenn es losging, sagte Michael sowas wie Quatsch, damit ich aufhöre. Er mag es nicht, wenn man flucht. Er hielt Fluchen in dieser Situation einfach nicht für notwendig. Man kann ja andere Worte benutzen. Jedenfalls war er die ganze Zeit dabei. Er hielt meine Hand und streichelte mich am Kopf. Einmal musste ich mich wohl übergeben, was mir sehr peinlich war, aber er sagte nur, hey, es ist alles in Ordnung, kein Grund zur Aufregung. Ich sagte, ich werde sterben. Und er, nein, das wirst du nicht, alles wird gut. Es war traumhaft. Michael war ganz nahe bei mir. Er sagte, oh mein Gott, das ist so schön. Wenn man sich etwas mit Medizin auskennt, wie ich, weiß man natürlich, zu einer Geburt gehört immer auch Blut und so weiter. Das ist einfach so. Ich kann nicht. Entschuldigung, aber ich hatte keine Ahnung, wie es wirklich sein würde. Ich meinte zu ihm, Michael, so schön kann das doch nicht sein. Dann kam sein Sohn zur Welt. Da war dieser Ausdruck in Michaels Gesicht.
Talk amongst yourselves. Glauben Sie mir, ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Deshalb war es für mich so wundervoll. That's what made it wonderful for me. Dieser Ausdruck von Glück in seinem Gesicht. Prinz Michael sollte schon bald darauf eine Schwester bekommen. Paris. Ja, man sagte uns, wir sollten etwas warten. Vielleicht sollte man das nach einer Geburt auch. Nun, zu der Zeit flog ich oft nach Paris. Daher übrigens ihr Name, sie wurde in Paris gezeugt. Glauben Sie nicht, dass es gut für Ihre Kinder wäre, wenn Sie Kontakt zu Ihrer Mutter hätten? Nein, denn sie ist nicht. Das ist zu privat. Sie kann nicht. Debbie käme damit nicht zurecht. Sie kommt mit ihren eigenen Kindern nicht zurecht? Ja, ich möchte darüber nicht sprechen. Ich will nicht, dass sich jemand aufregt. Während Michael nur sehr zögerlich über Debbies Abwesenheit spricht, nimmt Debbie selbst offen Stellung dazu. Die Leute wollen es nicht verstehen. Sie haben sehr traditionelle Vorstellungen von einer Familie. An diesen Klischees halten sie sich fest und haben kein Verständnis dafür, wenn Menschen es anders machen. Aber diese heile Familie gab es schon in den 50ern nicht mehr so oft, geschweige denn heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir sind eben eine andere Art von Familie und wenn das die Leute stört, dann finde ich es traurig. Sie sollten sich mehr öffnen. Sie sollten wirklich toleranter sein. Ja, wir sind eine Familie. Michael und ich werden immer eine Beziehung zu den Kindern haben. Ich werde immer für ihn da sein und ich werde auch immer für die Kinder da sein. Leute sagen, unglaublich, sie hat ihre Kinder verlassen. Sie verlassen? Meine eigenen Kinder? Ich habe meine Kinder nicht verlassen. Meine Kinder leben bei ihrem Vater und da gehören sie auch hin. Es ist ihr lieber, wenn sie bei mir sind. Als Mutter trägt sie beide Kinder 9 Monate lang in ihrem Körper. Sie bringt sie zur Welt. Und dann ist es ihr lieber, wenn sie nichts mehr mit ihnen zu tun hat. Wir haben uns getrennt, weil ich hatte einfach einen Punkt erreicht, wo ich das alles nicht mehr verkraften konnte. Ich konnte ja nicht mal mehr zum Supermarkt um die Ecke einkaufen gehen. Es gab 2 Gründe. Zum einen wurde ich ständig verfolgt. Und der zweite war, dass ich den Schund in den Zeitungen nicht mehr ertragen konnte. Jeden Tag konnte man neue Lügen lesen. Ich war das einfach nicht gewohnt. Ich liebe es, ungestört zu sein. Michael kümmerte sich wundervoll um mich. Er sagte, wir müssen gar nicht in den Supermarkt fahren. Aber genau das wollte ich. Solche Dinge sind mir sehr wichtig. Ich wollte einfach wieder mein normales Leben zurückhaben. Einfach wieder so leben, wie ich es kenne und wie ich mich wohlfühle. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu sprechen. Es ist mir extrem unangenehm. Eine Ehe zu führen ist schwierig als Entertainer. Irgendwann werde ich wieder heiraten, aber jetzt ist es noch zu früh dafür. Ich habe bereits 2 schmerzhafte Scheidungen hinter mir. Ich bin eigentlich mit meinen Fans verheiratet. Ich bin mit Gott verheiratet, mit meinen Kindern. Ich bin mit dem Leben verheiratet. Und gleich der Zwischenfall, bei dem die Welt den Atem anhielt. Sind Sie auch heute noch froh, dass Sie ihn über die Brüstung hielten? Nein, ich bin nicht froh, dass ich ihn über die Brüstung hielt. Ich bin froh, dass die Kinder den Fans zugewunken haben. Als Martin Bashir anrückte, um Michael und seine Kinder zu filmen, bekam er eines sofort mit. Eine der großen Ängste prominenter Eltern, nämlich die schreckliche Furcht davor, dass ihre Kinder entführt werden. Um sie in der Öffentlichkeit zu schützen, verstecken Michaels Kinder ihre Gesichter immer hinter Maske oder Schleier. Aber sie lassen niemand ihre Kinder sehen. Ich will kein zweites Lindbergh-Baby. Ein Entführer hat das Baby von Charles Lindbergh verschleppt und es in einem Wald lebendig verbrannt. Ich will verhindern, dass meinen Kindern so etwas zustößt. Bashir stellt viele Fragen zu diesem Thema. Was er jedoch nicht fragt, ist, wer auf die Idee mit den Masken kam. Offensichtlich habe ich noch einigen Einfluss, denn sie verstecken ihre Gesichter immer noch. Ich wollte das, nicht Michael.
Er ist sehr stolz auf seine Kinder. Ich bin diejenige, die große Ängste ausgestanden hat. Ich habe auch die Briefe gelesen, in denen man uns angedroht hat, die Kinder zu entführen. Sie sollten nicht. Man muss einfach alles Menschenmögliche tun. Wissen Sie, es gibt nichts Schrecklicheres als einen Brief, in dem steht, dass Ihre Kinder entführt werden sollen. Danach haben ich und die Kinder angefangen, einen Schleier zu tragen. Da ist nichts dabei. Man tut einfach so, als wäre Halloween. Ich möchte nicht, dass die Leute sie sehen. Die Presse kann ganz schön gemein sein. Ich möchte nicht, dass sie mit einem psychologischen Problem aufwachsen, nur weil so viele schlimme Dinge gesagt und gedruckt werden. Ich will, dass meine Kinder normal sind. Das können sie doch sicher verstehen. Ja. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich bin mir ganz sicher, eines Tages wird Michael die Kinder fragen, ob sie weiter die Schleier tragen wollen. Schon bei dem Gedanken bleibt mir fast das Herz stehen. Aber er würde seine Kinder nie zu etwas zwingen. So ein Vater ist Michael nicht, überhaupt nicht. Ich kann wirklich nicht verstehen, warum um diese Sache so viel Wind gemacht wird. Geht's denen um Mode oder passen die Schals farblich nicht zusammen? Das können wir ändern. Manche Menschen können nur schwer nachvollziehen, warum Michael und seine Familie so intensiv geschützt werden müssen. Es gab jedoch einen Vorfall in Deutschland, bei dem viele Angst um die Kinder bekamen. Lassen Sie uns über das sprechen, was in Deutschland vorgefallen ist und so große Empörung ausgelöst hat. Ja. Sie hatten eine Menge negativer Schlagzeilen in der Presse. Ja. Gab es denn niemanden, der Ihnen sagen konnte, Michael, natürlich willst du deine Kinder nicht in Gefahr bringen und würdest ihnen nie etwas antun, aber wenn du Blanket über eine Balkonbrüstung hältst, werden dich die Medien in Stücke reißen. Nein, weil... War niemand mit Ihnen im Raum, der sagen konnte, tu das nicht, Michael? Die Kindermädchen waren dabei. Und die haben nicht Nein dazu gesagt? Nein, ich habe mein Baby doch wirklich ganz, ganz festgehalten. Aber da widerspreche ich Ihnen ja gar nicht. Ich weiß es besser, ich habe solche Dinge schon gesehen. Sie wissen was besser? Ich habe gesehen, wie Leute ihre kleinen Kinder hochgeworfen haben und sie nach einem Salto wieder auffingen. Die Sache im Hotel war ganz spontan. Ich hielt ihn ganz sicher. Wo ist da das Problem? Das Ganze dauerte doch gerade mal 2 Sekunden, aber in den Medien war es plötzlich eine halbe Ewigkeit. Sie zeigen auch die Fans nicht, sie lassen mich wie einen übergeschnappten Idioten aussehen, der wie ein Irrer sein Baby über den Balkon baumeln lässt. Ich denke, es war ein gefundenes Fressen für die Medien. Das läuft doch immer so. Alle regen sich tierisch auf. Oh Gott, oh Gott! Natürlich lässt er sein Baby nicht fallen, also bitte. Die ganze Sache wurde völlig aufgebauscht. Wir wissen das. Es wurde total falsch verstanden. Erklären Sie es uns. Gibt es etwas, das wir über ihn wissen sollten? Also gut, ich erzähle Ihnen alles von Anfang an. Gut. Er hatte das Kind sicher im Griff. Sehen Sie sich den Film nochmal an. Dann sehen Sie, dass er es ganz fest in der Armbeuge hält. Hier sieht man es. Ja, er hält es ganz schön fest unter seinem Arm. Das Kindermädchen war da, die Bodyguards waren da und auch andere Leute. Ich habe dann meine anderen Kinder genommen und mit ihnen dasselbe gemacht. Wie ich schon sagte, er ist sehr stolz auf seine Kinder. Die ganze Nacht lang haben seine Fans unten vor dem Hotel gewartet. Er konnte sie hören. Sie sind so loyal und geben ihm so viel Liebe. Sie bewundern ihn. Sie wollten sein Kleines sehen und er hat es ihnen gezeigt. Daran ist nichts auszusetzen. Vielleicht war es nicht gerade das Klügste, was er in seinem Leben gemacht hat. Ich denke aber wirklich, dass das alles viel zu sehr aufgeblasen wurde. Sind Sie auch heute noch froh darüber, dass Sie ihn über die Brüstung hielten? Ich bin nicht froh, ihn über die Brüstung gehalten zu haben. Ich bin froh, weil die Kinder den Fans zugewunken haben.
Michael Jackson hat also gerade zugegeben, dass er nicht gerade glücklich über den Vorfall war, schildert uns Maury Povich. Aber insgesamt hat ihn das alles sehr viel weniger beschäftigt als die Öffentlichkeit. Diese Meinung vertrat auch Martin Beshear in seinem Film und wörtlich in der Sendung Primetime Thursday. Sie können sich nicht entfalten, sie werden zu sehr beschützt. Zu sehen, wie seine Kinder leiden, machte mich wütend. Dann sind da aber noch die Aufnahmen, die Martin Beshear nicht gesendet hat. Und darin äußert er einen ganz anderen Eindruck von Michaels Fähigkeiten als Vater. Maury Povich betont das noch einmal. Das Video, das Sie jetzt sehen, entstand bei Beshears letztem Interview mit Michael lange nach dem Vorfall am Hotelfenster in Berlin. Zu den Dingen, die mir innerhalb des letzten Jahres besonders aufgefallen sind, gehört die Beziehung zu ihren Kindern. Vor unseren Gesprächen war ich ein Fremder für sie, aber sie haben mir trotzdem vertraut. Ich halte ihr Verhältnis zu ihren Kindern für absolut bemerkenswert. Ich liebe sie. Ich gebe zu, wenn ich sie zusammen mit ihnen erlebe, rührt es mich fast zu Tränen. Wie sie mit ihnen umgehen, ist so natürlich, so voller Liebe und Verständnis. Vielen Dank. Und jeder, der sie kennenlernt, wird das bestätigen können. Ich bin verrückt nach meinen Kindern. Ich würde für sie sterben, das wissen sie auch. Jeden Tag sehe ich in ihre Augen. Ich vergesse das nie. Ich sage zu jedem, sieh mich an. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich sage es ihnen in die Augen. Und ihre Kinder sagen ihnen auch, dass sie sie lieben. Dann antworten sie jedes Mal, ich liebe euch noch viel mehr. Ich war dabei. Ja, das sage ich, stimmt's? Das sind genau ihre Worte. Ich habe es gehört. Und das nicht nur einmal, sondern millionenmal. Ja, und manchmal sagen sie so süße Sachen. Ich habe ihnen das nicht beigebracht. Einmal kam Prince zu mir und sagte, danke, dass du mir einen Bruder geschenkt hast, Daddy. So geht das andauernd, wissen Sie? Harris sagt das auch. Danke, dass du uns einen Bruder geschenkt hast. Sie sind so... Ach, ich hätte gern noch mehr Kinder. Wissen Sie was? Wenn er mir heute Abend am Telefon sagen würde, ich will noch 5... Ich wäre sofort da. Sie würden es wieder tun. Ohne zu zögern, sofort. Sofort. Now. Michael Jackson ist einer der verschlossensten Megastars der Welt. Was hat ihn bewogen, einem Journalisten und seinem Kameramann tiefe Einblicke in sein Leben zu gewähren? Glaubt man Jackson, dann sollten Interviews viele wichtige Fragen beantworten und jahrelange Spekulationen von Medien und Fans beenden. Wie wir gesehen haben, wurden nicht alle der wichtigen Antworten auch gesendet. Und jetzt kommt Moderator Maury Povich auf die weniger weltbewegenden Themen zu sprechen. Auch hier sei viel herausgeschnitten worden, etwa wenn es um einen einstmals ständigen Begleiter von Jacko geht. Wo ist eigentlich Bubbles? Bubbles hat einen Betreuer und lebt mit 40 oder 50 anderen Schimpansen zusammen. Wenn Schimpansen ein bestimmtes Alter erreichen, verhalten sie sich genau wie Teenager. Sie wollen sich dann mit ihren Eltern messen. Wenn der Vater sagt, tu dies oder das, dann antwortet man, wieso denn? Schimpansen machen das genauso. Sie fordern einen heraus. Und das kann dann gefährlich werden. Wenn die Tiere mal böse auf einen werden oder angreifen, dann hat man schlechte Karten. Schimpansen sind sehr kräftig. Sie können ihnen den Finger abreißen. Als Bubbles noch mit den anderen Tieren auf Neverland lebte, waren er und Michael unzertrennlich. Viele Leute haben sich über mich und meine Tiere lustig gemacht. Wissen Sie, wenn ich nach einem harten Tag im Studio nach Hause komme, kann ich meinen Hirsch oder meinen Schimpansen umarmen. Sie wollen nichts wissen, sie beschweren sich nicht und sie verbreiten keine Gerüchte. Sie wollen einfach nur Liebe und gestreichelt werden. Und natürlich Leckereien. Wo ist die Pizza? Gib mir Eiscreme. Schimpansen lieben Snacks. Wenn sie herumlaufen, helfen sie mir sogar, das Zimmer aufzuräumen oder Sachen zu reparieren. Wissen Sie, Ihr Erbgut ist fast identisch mit unserem. Das kann man unter dem Mikroskop sehen. Sie sind einfach großartig. Sie helfen Ihnen beim Aufräumen? Ja, wir räumen zusammen mein Zimmer auf. Sie helfen beim Staubwischen und putzen die Fenster. Wenn Sie auf die Toilette gehen, benutzen Sie sogar die Spülung. Sie lassen die Tiere Ihre Toilette benutzen? Klar, natürlich. Bubbles konnte das ganz alleine. Er hat gute Tischmanieren und isst sogar mit Messer und Gabel. Schimpansen sind sehr intelligent.
Als Martin Beshear die Jacksons nach Berlin begleitete, lud ihn Michael zusammen mit den Kindern zu einem Zoobesuch ein. Doch die Presse hatte einen Tipp bekommen und so verursachten Schwärme von Paparazzi ein Chaos. Der Jackson-Familie drohte Gefahr. Es dauerte 3,5 Stunden, um hinein und wieder hinauszukommen, für gerade mal 4 Minuten bei den Gorillas. Es war chaotisch, Michael. Ja, es war ein Chaos. Sie haben alles gefilmt, stimmt's? Ja, ich war mittendrin. Unser Kameramann wurde sogar zu Boden gerissen. Ja. Und irgendjemand hat Prince sogar mit einem Schirm wehgetan. Ja, ja. Glauben Sie, das war es wert? 3,5 schreckliche Stunden für 4 Minuten bei den Gorillas? Also, ich bin doch kein Hellseher oder Prophet. Woher sollte ich wissen, dass das Ganze so abläuft? Die Aufnahmen aus Michaels Kamera belegen eindeutig, dass Beshear sich ganz generell ernste Sorgen zu machen scheint, um die Sicherheit der Kinder und um Michaels Qualitäten als Vater. Beshears Kommentar. Das war kein Ausflug für 2 kleine Kinder. Jeder sah das, nur Michael nicht. Was Beshear jedoch verschweigt, ist Michaels Erklärung, man habe ihm versichert, dass der Zoo während seines Besuches geschlossen bleibt. Ich gehe regelmäßig in den Zoo, normalerweise, wenn sie schließen. Uns wurde mitgeteilt, dass der Zoo in Berlin zu ist, wenn wir kommen. Aber das stimmte nicht. Die Tore waren offen und deshalb kamen so viele Fans und Leute dazu. Mir hat der Zoobetreiber etwas anderes gesagt. Seiner Meinung nach war abgesprochen, dass sie erst abends hingehen, wenn der Zoo geschlossen ist. Dann hätte man den Zoo nur für sie und ihre Familie wieder geöffnet. Sie hätten jedoch ihre Meinung geändert und beschlossen, tagsüber hinzugehen, während der normalen Öffnungszeiten. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht? Nein, so war es nicht. Aber so wurde es mir erzählt. Ich würde nie tagsüber hingehen. Wie Sie wissen, habe ich Probleme mit der Sonne. Aber es war Winter in Deutschland, nicht Sommer. Nachts wäre es auch viel kälter gewesen. Ja, aber wäre es nicht trotzdem besser gewesen, nachts hinzugehen? Ja. Warum haben Sie es dann nicht gemacht? Ich wusste nichts von dieser Möglichkeit. Ich dachte, es wäre alles geregelt. Ich glaube, das Missverständnis lag beim Zoo. Michaels Leute waren davon ausgegangen, dass der Zoo geschlossen wird. Aber wie sich herausstellte, stimmte das nicht. Solche Dinge kommen eben vor. Michael macht so etwas jeden Tag durch. Und mitten in Neverland steht Maury Povich, der amerikanische Moderator. Er sagt gerade, wir haben Mitglieder der Jackson-Familie nach ihrer Meinung zu Martin Beshears Film befragt. Die Jacksons stehen hinter Michael, aber nicht alle Familienmitglieder teilen seine Ansichten vollkommen. Vieles, was Sie jetzt sehen, wird heute zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Wir versuchen damit fertig zu werden. Eines Tages möchten wir wieder zusammenfinden. Es sind einige unschöne Sachen gesagt worden. Aber wenn man die Nummer 1 weltweit ist, dann muss man wohl damit leben, dass sich viele über einen das Maul zerreißen. Sie sind sehr erfolgreich und haben große Reichtümer angehäuft. Aber Sie scheinen das nicht genießen zu können. Etwas scheint Sie zu hemmen. Ich genieße es durch meine Kinder. Aber ich spreche über Sie. Es scheint Ihnen einfach keine Freude zu machen. Was denn? Ihr Erfolg, Ihr Reichtum. Es ist schwer. Ich kann das hinter meinen Mauern genießen. Aber draußen kann ich das nicht genießen. Da wird es gleich wieder Arbeit. Arbeit bestimmt Michaels Leben, seit er 5 Jahre alt war. Sie wirken oft sehr einsam. Sind Sie es? Ich war sehr einsam. Es tat richtig weh. Sie können sich das nicht vorstellen. Ich ging durch die Straßen auf der Suche nach Menschen, mit denen ich reden kann. Michael spricht davon, wie einsam er war.
Aber seine Brüder waren damals für ihn da. Er hätte mit seinen Geschwistern spielen können. Er schenkte oft anderen Kindern Süßigkeiten. Er kaufte Unmengen davon. Dann saßen die Kinder im Kreis und aßen alles auf. Sein Taschengeld ging regelmäßig dafür drauf. Aber es machte ihm einfach eine große Freude zuzusehen, wie die anderen Kinder die Süßigkeiten aufaßen. Das brachte ihn zum Lachen. Sie haben früher bei Ihrer Familie gelebt und waren von Musikern umgeben, von Menschen, die Ihre Freundschaft suchten. Sie sind ein internationaler Superstar. Wie können Sie sagen, dass Sie keine Freunde haben? Diese Menschen kommunizierten mit mir auf einer anderen Ebene. Es geht um Musik und ums Unterhaltungsgeschäft. Ich wollte weg davon und versuchte herauszufinden, was mir wirklich Spaß macht im Leben. Wann fühlen Sie sich einsam? Tja, zum Beispiel, wenn ich in einem Hotel bin und auf der Straße Tausende von Fans nach mir rufen. Sie übernachten in Schlafsäcken und rufen mir zu, wie sehr sie mich lieben und solche Sachen. Ich kann da nicht raus. Ich fühle mich gefangen. Manchmal muss ich weinen. Dann fühle ich mich einsam. Da draußen ist so viel Liebe und trotzdem fühlt man sich gefangen und einsam. Wenn ich in eine Buchhandlung gehen will, wenn ich einfach ausgehen möchte, vielleicht in einen Club, obwohl ich Clubs eigentlich nicht besonders mag, wissen Sie, wenn ich ein Buch kaufen gehe, werde ich sofort gefragt, warum kaufen Sie dieses Buch? Warum kauft Michael Jackson das? Warum liest er ausgerechnet dieses Buch? Oder wenn ich in eine Disco gehe, sobald ich reinkomme, spielen sie nur noch Stücke von mir. So, als ob ich nur meine eigene Musik hören wollte. Und dann rufen alle, dass ich für sie dazu tanzen soll. Und schon ist wieder Showtime. Also kann ich nirgendwo hingehen. Egal, wo ich hingehe, es ist immer das Gleiche. Kein sehr schönes Leben, oder? Ich weiß, es ist schwer. Aber ich will mich nicht beklagen, das gehört nun mal zu meinem Leben. Die Leute verstehen einfach nicht, dass mein Erfolg auch Schattenseiten hat. Ohne groß nachzudenken, nennen sie mich seltsam und unheimlich. Gleichzeitig werde ich fast gezwungen, anders zu sein. Einfach, weil ich kein Leben wie jeder andere führen kann. Ich kann ganz normal im Laden ein Brot oder Süßigkeiten kaufen. Er kann das nicht. So etwas macht dich natürlich menschenscheu und zum Eigenbrötler. Wünschen Sie sich nicht manchmal einfach ins Geschäft um die Ecke gehen zu können? Natürlich. Und einfach etwas zu essen zu kaufen oder auch mal in eine Bar zu gehen? Natürlich möchte ich gern mal einkaufen gehen. Ich würde mir einen Einkaufswagen greifen, meine Lebensmittel reintun und mich dann an der Kasse anstellen. Das wäre toll. Können Sie so etwas tun? Nein, natürlich nicht. Das geht nicht. Ich habe es versucht. Sofort drehte sich jeder im Laden nach mir um. Alle fingen an zu rufen. Jeder wollte ein Autogramm. Es geht einfach nicht. Das ist schwer für mich, deshalb liebe ich es, mich zu verkleiden. Eine der Maskierungen, mit denen sich Michael in die Öffentlichkeit wagt, stammt aus einem Musikvideo Ghost. Die Prozedur für das aufwendige Make-up dauerte mehrere Stunden und verwandelte ihn in einen großen weißen Mann. Niemand kann ihn so erkennen. In diesem dicken Kostüm kann ich mich in Disneyland auf eine Parkbank setzen. Ich sitze dann einfach da und studiere die Menschen. Ich liebe das. Ich lerne dabei viel über ihre Persönlichkeiten. Es gefällt mir, unter Menschen zu sein. Bei Auftritten ist es ganz ähnlich. Man erkennt sofort den Künstler auf der Bühne. Das sieht man jemanden an. Oder wenn eine Tänzerin auftritt, dann kann man ganz deutlich sehen, wie sie den Takt mitzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Aber viele haben eine falsche Vorstellung vom Tanzen. Beim Tanzen sollte man fühlen, nicht denken. Wenn man zählt, dann denkt man. Das Schlagzeug, den Bass, die Gitarre und die Streicher muss man aber fühlen und mit ihnen eins werden. Das ist sehr wichtig. Aber jetzt... Das ist wirklich so. Aber da spricht jetzt Michael Jackson, der Performer. Ich liebe es, aufzutreten. Aber... Am liebsten würde ich auf der Bühne schlafen. Aber das ist nicht der Mensch, Michael Jackson. Es sind die aufschlussreichsten Stellen der Interviews. Die Passagen, in denen Michael über die strenge Erziehung durch seinen Vater spricht. Darunter hatten Michael und seine Brüder als Kinder zu leiden. Leider, erklärt Maury Povich, haben Martin Bashir und seine Produzenten es untersagt, diese Stellen zu zeigen. Er könne nur sagen, es sind sehr bewegende Schilderungen von Prügelstrafen mit einem Gürtel und mit dem Kabel eines Bügeleisens. Sie erzählten mir, dass Sie von Ihrem Vater davonlaufen wollten. Erinnern Sie sich? Ich habe mich oft vor ihm versteckt.
Dieser Mann hat unter anderem versucht, mich als brutalen Schläger darzustellen. Ich habe diese Jungs großgezogen. Klar habe ich Jermaine und den anderen mal eine runtergehauen, aber ich habe sie nie zusammengeschlagen. Es gab einfach ein paar hinter den Löffel. Er bestrafte uns so, wie er es selbst schon früher kannte. Zu der Zeit war es üblich, dass Eltern ihre Kinder schlagen. Wir mussten abends immer zu Hause sein. Wir mussten fragen, wenn wir etwas wollten. Ich finde, das war gut so. Dadurch sind wir zu den Menschen geworden, die wir heute sind. Wir haben nie mit Drogen experimentiert oder Ärger mit der Polizei bekommen. Als wir nach Kalifornien umzogen, wurde mir der Unterschied in der Erziehung deutlich. Unsere Schulkameraden dort fluchten über ihre Eltern. Sie knallten ihnen die Tür ins Gesicht und zeigten keinerlei Respekt. Joseph hat sie niemals geschlagen. Wir haben sie bestraft, aber mit Liebe. In der Bibel steht, wenn du dein Kind liebst, dann bestrafst du es. Das Gespräch über die Strafen zu Hause dauert in der Sendefassung des Interviews fast 8 Minuten. Was jedoch herausgeschnitten wurde, war eine sehr aufschlussreiche Bemerkung von Michael über seinen Vater. Es war ihm wohl einfach nicht bewusst, wie sehr er uns Kindern wehgetan hat. Aber gleichzeitig ist er ein Genie. Dieser Mann ist genial, wirklich. Aber Michael, er hat sie als Kind verprügelt. Ja, aber sehen Sie mal, was aus mir geworden ist. Vielleicht hätte ich ohne das heute keine so große Zuneigung zu Kindern. Ohne Zweifel zu den umstrittensten Aspekten im Leben von Michael Jackson gehört seine Beziehung zu Kindern. Es gab Anschuldigungen, es gibt Spekulationen. All das hat Michael Jackson zum Mittelpunkt von Skandalgerede und endlosen Gerüchten gemacht. Maury Povich betont noch einmal, Michael Jackson hat keinen Einfluss auf die Aussagen, die in dieser Sendung gemacht werden. Was Sie sehen, ist der Versuch einer objektiven Darstellung, damit Sie Ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Vor einigen Jahren, als Sie gerade auf Tournee gehen wollten, wurden Anschuldigungen gegen Sie laut. Es ging um Kinder. Was geschah 1993? Was hat Michael Jackson getan? Das war, weil Sie mich nicht kennen. Sie kennen mich einfach nicht. Das waren nichts als Lügen. So etwas würde ich nie machen. Eher würde ich mir die Pulsadern aufschneiden, als einem Kind etwas anzutun. Nie würde er einem Kind wehtun, niemals. Das kann er gar nicht. Er würde nie etwas mit einem Kind machen, das sich nicht gehört. So etwas würde ihm im Traum nicht einfallen. Als 1993 diese Beschuldigungen in die Welt gesetzt wurden, da war er am Boden zerstört. Und hat versucht, ihn fertig zu machen. Die Medien haben keine Gelegenheit ausgelassen, diese Anschuldigungen so zu verdrehen und zu manipulieren, dass es in ihr Bild passte. Alles, worum ich Sie bitte, ist, sich ein eigenes Bild zu machen und mich nicht vorschnell zu verurteilen. Ich traf Michael, nachdem er beschuldigt wurde, dieses Kind missbraucht zu haben. Zuerst fühlte er sich etwas einsam, aber dann versuchte er, normal weiterzuleben. Denn er weiß, dass alles gelogen ist. Michael liebt Kinder. Das bewundere ich an ihm. Er macht immer weiter, er gibt nie auf. Und er ist weiter für uns da. Ich weiß das. Jemand wie Bashir kommt und geht wieder. Aber Michael wird ewig leben. Michael will live forever. Offenbar gibt es einige Verwirrung wegen der Betten. Also ich zum Beispiel liebe es, im Bett fernzusehen. Wenn Sie mich besuchen, ziehen Sie einfach die Schuhe aus und kommen Sie zu mir ins Bett. Dann sehen wir zusammen fern. Michael wurde weder von einem Gericht angeklagt noch verurteilt. Nichts dergleichen. Sie kamen einfach in sein Haus und haben alles durchwühlt. Einfach alles. Von oben bis unten. Sie haben sogar den Arzneischrank auseinandergenommen. Nur, um dann Mutters Tabletten gegen hohen Blutdruck zu finden. Was sollte diese Aktion? Was haben die geglaubt, was sie finden? Sie wollten unbedingt irgendetwas finden, das ihnen hilft, Michael etwas anzuhängen. Was verletzt sie am meisten? Wenn sie lügen.
All diese Lügen, das tut wirklich weh. Es tut mir weh, weil ich weiß, da draußen sind Kinder, die sich diesen Mist anhören müssen. Warum tun die Menschen ihnen das an? Alles, was sie machen, ist doch nur, der Welt einige der schönsten Musikstücke zu schenken, die es je gab. Wenn sie einfach nur ein Künstler sind, der wunderbare Musik erschafft, warum will man sie dann verurteilen? Weil der Erfolg die Leute neidisch macht. Es verletzt mich, dass ich so missverstanden werde. Egal, wie sehr man versucht, den Leuten die Wahrheit näher zu bringen, die Vorurteile und Lügen hören einfach nicht auf. Nachdem Mr. Bashirs Film im Fernsehen gezeigt wurde, geriet Michaels Privatleben wieder mal in die Schlagzeilen. Hauptsächlich wegen Gavin, einem Teenager, der Krebs hatte und im Sterben lag. Bei Gavin wurde Krebs festgestellt. Die Ärzte gaben ihm noch 3 Wochen zu leben. Es war sein letzter Wunsch, Michael Jackson zu treffen. Und er wurde durch Jamie Masada, einen Geschäftsmann aus Los Angeles, erfüllt. Er atmete schwer, als er mir sagte, ich möchte Michael Jackson treffen. Damals kannte ich Michael Jackson nicht. Ich verließ Gavins Zimmer und musste weinen. Ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Dann rief ich einfach in Neverland an. Ich fragte, besteht irgendeine Möglichkeit, dass Michael den Jungen einfach mal anrufen kann? Am nächsten Tag besuchte ich Gavin wieder und sah, dass er übers ganze Gesicht strahlte. Ich fragte, Gavin, was ist los? Und er sagte, Michael hat mich angerufen. Gavin und seine Familie freundeten sich schnell mit Jackson an. Viele glauben, dass das maßgeblich zu Gavins Heilung beigetragen hat. Vor 2,5 Jahren gaben die Ärzte Gavin nur noch 2 Wochen zu leben. Und jetzt geht's ihm gut. Bashirs Film zeigt Gavin als gesunden und fröhlichen jungen Mann, der Jackson sehr mag. Bashir erwähnte zwar Gavins überraschende Heilung, aber viele sind der Meinung, er habe sich mehr für die Beziehung der beiden interessiert. Besonders dafür, dass sie eine Nacht im selben Zimmer verbracht haben. Ich ärgere mich wirklich darüber. Ich gebe Ihnen heute dieses Interview, weil mich Gavin angerufen hat. Er weinte am Telefon. An einer Tankstelle hatten sich Kinder über ihn lustig gemacht. Sie sagten, du machst also diese Sachen mit Michael Jackson. Du warst mit ihm im Bett. Es ist einfach schrecklich, einem Jungen so etwas anzutun. Als ob sein Leben nicht schon schwer genug wäre. Nachdem Bashirs Film gesendet wurde, mussten sich Gavin und seine Mutter verstecken. Boulevardblätter aus der ganzen Welt bombardierten sie mit Interviewanfragen. In einer Presseerklärung schreibt Gavins Mutter, ich bin entsetzt darüber, wie Martin Bashir meinen Sohn ausgenutzt hat. Die Beziehung, die Michael und meine 3 Kinder haben, ist schön und von Liebe geprägt, wie die zwischen einem Vater und seinem Kinder. Für meine Kinder und mich ist Michael ein Mitglied unserer Familie geworden. Gavins Mutter prüft zurzeit, ob sie Klage gegen Bashir erheben kann, weil das Interview mit Gavin ohne ihr Einverständnis gesendet wurde. Irgendwann kann man die Lügen nicht mehr ertragen. Und diesen Punkt habe ich jetzt erreicht. Darum mache ich das. Ich bin nicht hier, um meinen Boss zu verteidigen. Ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen. Ich hatte keine Ahnung, wie sie sich den Leuten gegenüber verhalten, die auf ihre Ranch kommen und sie besuchen. Ich war ja noch nie dabei. Jetzt weiß ich, wie großzügig sie zu ihren Besuchern sind. Als ich gestern dabei war, ist mir aufgefallen, dass einige sehr dankbar sind, aber andere sind auch gierig. Es gab welche, die einfach nicht genug kriegen konnten. Verzweifeln sie nicht manchmal an den Menschen? Do you sometimes despair of human nature? Yes. Ja. Ein Thema wird in Martin Bashirs Interview immer wieder angesprochen. Ein Thema, über das seit mehr als 20 Jahren in Klatschblättern und Talkshows spekuliert wird. Michael Jacksons Verwandlung, seine körperliche Veränderung. Schönheitsoperationen oder andere kosmetische Veränderungen. Solche Sachen lassen die Menschen in diesem Land doch jeden Tag machen. Jeden Tag. Manche lassen jede Woche etwas an sich machen. Genau, die meisten Prominenten und Filmstars machen sowas. Aber warum wird dann so viel Wirbel darum gemacht, wenn sie das tun? Es wurde sogar behauptet, ich wäre von Schönheits-OPs besessen.
Das stimmt nicht. Alles, was ich deren Meinung nach getan haben soll, stimmt nicht. Ich habe meine Augen nicht verändern lassen, auch nicht meine Wangenknochen, meine Lippen nicht und genauso wenig mein Kinn. Alles Lügen. Die gehen echt zu weit. 8 Monate später, im allerletzten Interview, beschäftigt sich Bashir wieder hartnäckig mit den angeblichen Schönheitsoperationen. Ich sehe gut aus. Sie sehen gut aus, aber ich sehe scheußlich aus. Sie sehen nicht scheußlich aus. Bashir glaubt, dass Michael bei diesem Thema nicht ganz ehrlich war. Sie haben sich körperlich verändert, oder stimmt das etwa nicht, wenn Sie mal auf diese Fotos schauen wollen? Nein, man nennt das Erwachsenwerden. Man wird älter und verändert sich. Gut, aber sogar die Form Ihres Gesichts hat sich verändert. Nein, das hat sie nicht. Ich hatte nie plastische Chirurgie am Gesicht, nur an meiner Nase. Dadurch kann ich besser atmen und höhere Töne treffen. Die Presse dichtet mir gerne alles Mögliche an. Ich habe nie meine Augen, meine Wangenknochen, Lippen oder mein Kinn operieren lassen. Das ist frei erfunden. Glauben Sie, dass es manche Leute mit Schönheitsoperationen übertreiben? Das muss jeder selbst entscheiden. Warum glauben Sie, sich verteidigen zu müssen, wenn gesagt wird, Mick Jagger hatte eine OP, Paul McCartney vielleicht auch und auch Michael Jackson? Aber so machen Sie es nicht. Wie dann? Die suchen immer mich aus, als ob ich der Einzige wäre, der das macht. Deshalb. Wenn die Leute sagen würden, Michael ist auch nicht anders als die anderen, ja, das würde Sie weniger stören? Ja, das würde mich weniger stören. Also, wenn Sie sich liften lassen wollen, dann los. Ja, wenn es Sie glücklich macht. Sie werden Ihre eigene Meinung darüber haben, wie viele kosmetische Operationen Michael Jackson hinter sich hat. Für Maury Povich steht aber eines fest. Martin Bashirs Film erwähnt eine der offensichtlichsten Veränderungen bei Michael nur ganz am Rand. Bashir zitiert nur Leute, die gesagt haben, als Kind war Michael Jackson schwarz und heute ist er weiß. Das war ein Gerücht. Man hat behauptet, ich würde eine Bleichcreme benutzen, um weißer zu werden. Das ist nicht wahr. Ich habe Vitiligo. Also irgendetwas haben Sie auf jeden Fall. Michael sagt, er leidet seit mehr als 20 Jahren an Vitiligo. Diese entstellende Hautkrankheit befällt etwa 2% der Weltbevölkerung. Sie zerstört die Hautpigmente. Das macht die Haut nicht nur bleich, sondern weiß wie Porzellan. Das mit der Vitiligo begann recht früh. Am Anfang hat er sogar versucht, es vor mir zu verbergen. Er hat ziemlich lange versucht, es zu verstecken. Er hat Schminke benutzt, um sein Teint auszugleichen. Doch es wurde immer schlimmer. Er hat das am ganzen Körper. Wir haben dann versucht, es so lange wie möglich zu verbergen. Irgendwann musste er es aber zugeben. Bei Oprah Winfrey hat er es dann der ganzen Welt gesagt. Hört mal, ich versuche nicht weiß zu sein. Ich habe einfach eine Hautkrankheit. Wer an Vitiligo leidet, hat durch den Verlust der Hautpigmente ein sehr hohes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Man muss ständig im Schatten bleiben oder sich durch Make-up und Sunblocker schützen. Am Anfang habe ich versucht, die hellsten Hautpartien dem Rest anzugleichen. Aber es wurde immer schlimmer und breitete sich über den ganzen Körper aus. Schließlich mussten wir alles den hellen Stellen anpassen. Er brauchte dann ein Ganzkörper-Make-up an jedem Zentimeter seines Körpers. Das machte es einfacher, die Veränderung bei ihm auszugleichen, bis er schließlich so hell wurde wie heute. Vitiligo, die Weißfleckenkrankheit, hat für Michael einen schmerzlichen Nebeneffekt. Sie ruft Erinnerungen an ein schweres Hautproblem wieder wach, an dem er als Jugendlicher sehr gelitten hat. Sie haben mir von Ihrer Zeit als Teenager erzählt. Ja. Eine sehr schlimme Zeit für Sie. Ja. Ich habe mir mal einige Fotos von Ihnen aus diesen Jahren angesehen. Sie hatten starke Akne. Ja. Wenn man so schüchtern ist wie ich, ist es noch schlimmer. Eine schreckliche Krankheit. Besonders erstaunlich ist, dass Martin Bashir über Michaels Schönheitsoperationen eines nicht zeigt, nämlich Michaels Schilderung der Operationen, die er freimütig zugibt. Sie sagen, dass Sie nur eine Operation hatten an der Nase. Zwei. Also zwei. Soweit ich mich erinnere. Hier endet Bashirs Film. Aber hätte man auch das gezeigt, was Michael gerade mal 10 Sekunden vorher gesagt hat, dann hätten wir von einem schweren Unfall erfahren, der sein Äußeres stark verändert hat. Nein. Ich hatte mal schwere Verbrennungen. Ja, aber hatten Sie diese Operationen nur wegen Ihrer schweren Verletzungen? January 27, 1984. Michael was shooting a commercial that attempted to... Am 27. Januar 1984 drehte Michael einen Werbespot, der wie ein Live-Auftritt wirken sollte. During the last take,
Bei der letzten Aufnahme versagte die Pyrotechnik und eine Explosion setzte Michaels Haare in Flammen. Er hatte schreckliche Verbrennungen am ganzen Kopf. Seine Haare brannten lichterloh. Ich habe alles mit angesehen. Und ich konnte ihm nicht helfen. Ich kam nicht rechtzeitig zu ihm durch. Aber Miko, der Sohn von Marlon Brando, riss die Absperrungen um und sprang auf Michael. Er löschte die Flammen mit seinen bloßen Händen. Er wird von uns rund um die Uhr medizinisch versorgt. Seine ausgezeichnete Gesundheit, seine starke Persönlichkeit und sein Glaube werden ihm helfen, so rasch wie möglich wieder gesund zu werden. Michael wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er wegen Verbrennungen zweiten und dritten Grades behandelt wurde. Später versuchte man, die Schäden mit Hauttransplantationen zu reparieren. Wir mussten feststellen, dass dieser schwere Unfall von Martin Bashir ganz einfach ignoriert wurde. An Ihren Wangen wurde nichts gemacht? Nein. Sie meinen die Wangenknochen? Ja. Nichts? Sie haben keine Implantate? Nein, mein Vater hat welche. Aber was ist mit Ihrem Grübchen? Indianisch. Können wir jetzt mit diesem Operationsquatsch aufhören? Das ist doch Mist. Sie sollten es besser wissen. Sie sind ein geachteter Journalist. Egal, wie gut man es meint, es findet sich immer ein Idiot, ein bösartiger Mensch, der einen fertig machen will. Dabei ist alles, was man je wollte, der Welt ein bisschen Liebe und Freude zu schenken. Ein Edler. Unser Gastgeber Maury Povich zitiert einen der wichtigsten Grundsätze von seriösem Journalismus, nämlich Objektivität. Er sagt, der Hauptkritikpunkt von Michael Jackson an Martin Bashirs Dokumentation und seinen Stellungnahmen danach in den Medien ist ein Mangel an eben dieser Objektivität. Wir haben bereits gesehen, dass einige Äußerungen von Bashir im Fernsehen erheblich von den Meinungen abweichen, die er in den Videos macht, die von Jacksons Kamera gedreht wurden. Über Michaels Anwesen sagt Martin Bashir im Fernsehen: Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass viele der Kinder, die nach Neverland kommen, ernsthafte Probleme haben. Für ein verletzliches Kind ist das ein gefährlicher Ort. Hinter den Kulissen sagt er jedoch Folgendes: Ich war gestern da und habe alles gesehen. Für mich war es eine geradezu spirituelle Erfahrung. Dieser Kommentar zu Michaels Erziehungsmethoden wurde in Bashirs Film gezeigt. Sie können sich nicht entfalten, sie werden zu sehr beschützt. Zu sehen, wie seine Kinder leiden, machte mich wütend. Dieser aber nicht. Ihr Verhältnis zu ihren Kindern ist absolut bemerkenswert. Ich liebe sie. Wenn ich sie zusammen mit ihnen erlebe, rührt es mich fast zu Tränen. Noch eine Kritik von Michael. Einige seiner Statements seien herausgeschnitten worden, die für einen objektiven Bericht sehr wichtig gewesen wären. Zum Beispiel, als Bashir fast 8 Minuten lang auf die Züchtigungen durch Michaels Vater einging. Erinnern Sie sich, Sie sagten mir, dass Sie am liebsten vor Ihrem Vater davongelaufen wären. Ich habe mich oft versteckt. Diese kurze, aber bemerkenswerte Aussage wurde jedoch nicht gezeigt. Er hat uns Kindern sehr wehgetan, aber gleichzeitig ist er ein Genie, der Mann ist genial. Über Michaels Zoobesuch mit seinen Kindern sagt Bashir: Das war kein Ausflug für 2 kleine Kinder, jeder sah das, nur Michael nicht. Aber Michaels Antwort zeigt er nicht. Ich gehe oft in den Zoo, normalerweise wenn er zu ist. Uns wurde mitgeteilt, dass der Zoo geschlossen ist, wenn wir kommen. Als es um die Wahrheit über Michaels körperliche Veränderungen ging, wurde das Thema Vitiligo buchstäblich ignoriert. Auch die schweren Brandverletzungen und die dadurch notwendigen Hauttransplantationen wurden nie erwähnt. Können wir jetzt mit diesem Operationsquatsch aufhören? Das ist doch Mist. Sie sollten es besser wissen.
Egal, ob Sie Michael Jacksons Meinung teilen, dass Martin Beshears Film die Interviews nicht wiedergibt, wie sie stattgefunden haben, gibt es doch eine Frage, die viele Menschen interessiert. Wie konnte Michael Jackson, ein Mann von 44 Jahren, der fast sein ganzes Leben im Rampenlicht verbracht hat, einem Fremden so viel Vertrauen schenken? Diese Aufnahmen von Michaels Kamera können darauf vielleicht eine Antwort geben. Das war wunderbar, danke. Das war wirklich etwas Besonderes für mich. Also ich sehe das so. Die Menschen haben schon immer jemanden gesucht, den sie bewundern können. Dann sagen sie, wow, er ist so talentiert, wir machen ihn zu einem Gott, er muss perfekt sein. Aber sobald er das ist, macht es ihnen mehr Spaß, ihn wieder kaputt zu machen. Sie sagen uns, wie die Dinge wirklich sind und ich sehe, dass ihnen das gut tut. Endlich sehen alle, wie sie tatsächlich sind. It's about bringing out what you're about. Dieser Dokumentarfilm war von vorne bis hinten ein Versuch, ihn fertig zu machen. Leider hatte er Martin Beshear vertraut. Hinterher wurden im Studio einfach Teile der Interviews herausgeschnitten. So wie das Ganze später präsentiert wurde, war es einfach nicht fair. Wie kommt es, dass Sie und ich seit 8 Monaten zusammenarbeiten und Sie mir das nie erzählt haben? Keine Ahnung, sagen Sie es mir. Ich habe doch ständig... Man will mich einfach als verrückt hinstellen. Ganz allmählich begann er, dem Film seine eigene Meinung aufzudrücken. Von einem Reporter will ich aber die Wahrheit hören, damit ich mir mein eigenes Urteil bilden kann. Bin ich etwa nicht ehrlich? Du weißt es. Du kennst mich lange genug. Meine Güte, natürlich bist du es. Ich bin absolut aufrichtig. Das kann man sehen, aber das meine ich nicht. Die Beshears kommen und gehen. Michael aber wird ewig leben. In den Herzen der Menschen. Warum ließ man nie zu, dass jemand positiv über ihn spricht oder selbst seine Meinung sagen kann? Also wenn dieses Video hier, dieses ganze Projekt, wirklich ein Porträt von Michael sein soll, dann zeigt es ihn als den liebevollen, fürsorglichen und verständnisvollen Menschen und Vater, der er tatsächlich ist. Was immer Sie über das denken, was Sie heute hier gesehen haben, man kann kaum leugnen, dass Michael Jackson eine komplexe und umstrittene Persönlichkeit ist. Ein Charakter, der niemanden, der mit ihm privat oder mit seiner Musik in Berührung kommt, kalt lässt. Maury Povichs Kommentar: Es war unsere einzige Absicht, Ihnen ein objektives Bild des Geschehens zu zeigen, wie es insgesamt war, damit Sie Ihre Meinung bilden können. Zum Schluss noch ein letztes Teil des Puzzles, ein Zitat von Martin Beshear. Michael Jackson ist seinen Kindern ein großartiger Vater. Ich habe nie etwas entdeckt, das ihn mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung bringen könnte. Das stammt aus einem Interview von Martin Beshear, das gerade ein paar Tage alt ist. Damit verabschiedet sich Maury Povich. Guten Abend aus Neverland und wir gehen zurück ins Studio. Verzweifeln Sie nicht manchmal an den Menschen? Ja. Natürlich. Können Sie denn jemals etwas tun, das richtig wäre? Nein. Nein. Nein, nein. Ganz egal, was man macht. Irgendjemand gibt immer seine Meinung dazu. Zu allem, was man tut, haben Sie eine Meinung. Wie gut Ihre Absichten auch sein mögen. Egal, wie gut man es meint, es findet sich immer ein Idiot, ein bösartiger Mensch, der einen fertig machen will. Dabei ist alles, was man je wollte, der Welt ein bisschen Liebe und Freude zu schenken. Das ist alles. Soweit Michaels Antwort auf den Fernsehbericht des englischen Journalisten Martin Beshear. Da leidet einer an der Welt, Arabella. Er möchte nur ein bisschen Liebe geben und dann passiert immer wieder das. Was haben Sie für